dass es wahr ist. Und er kann einer Wurzel unter der Erde bis zum Stamm folgen, ohne sie zu sehen. Außerdem kann er exakt voraussagen, wann es regnet. Auf die Sekunde genau. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass Simo all das gemacht hat. Ich nehm's auch nur an. Aber ich weiß einfach, dass es stimmt. Ach, seit einer Stunde redet sie jetzt über diesen Simo. Ist das zu fassen? Kannst du sie irgendwie stoppen? Wahrscheinlich nicht. Aber du musst zugeben, es ist gut, einen starken Elfen an seiner Seite zu haben. Soll das heißen, ihr hattet bisher keinen starken Elfen an eurer Seite? Nein, ich meinte noch einen. Noch einen starken Elfen. Ich bezweifle ja, dass dieser Simo auch nur halb so toll ist, wie er sagt. Oh, wenn du ihn triffst, dann werdet ihr beste Freunde. So viel steht fest. Und auch das bezweifle ich stark, Yuko. Bitte sag mir, dass du ein Orakel hast. Und wenn das Wort Simo darin vorkommt, dann bin ich raus. Keine Sorge. Es lautet, vor der Mission ein Rätsel steht, das dir jemand zu Haus verrät. Ein Rätsel, klar. Ich weiß, was wir suchen. Die Krone des Einhornkönigs Ono und noch ist es ein Rätsel, wo wir sie finden können. Ja, aber was könnte mit, dass dir jemand zu Haus verrät gemeint sein? Hey, Leute! Wehe, du sagst Simo. Ich mein's ernst. Nein, da! Ein Einhorn? Und es kommt zum Elfenkrater? Einhörner tun das nicht. Da muss was passiert sein. Es ist Lyria. Oh nein, Onschau! Lyria, was ist los? Ich wusste es. Onschau ist verschwunden. Was ist passiert? Sie sagt, dass er ihr Fragen gestellt hat über seinen Vater, Ono. Und Lyria wollte ihm noch nicht alles erzählen. Sie dachte, er wäre noch nicht so weit. Dann haben sie sich gestritten und er ist weggaloppiert. Ist schon gut, Lyria. Es ist gut, dass du zu uns gekommen bist. Er kann noch nicht weit sein. Kommt schon. Wir finden ihn. Ich verspreche es dir.